Mit einem schweren Kopf erwachst du, Ahmad. Deine Glieder wiegen Tonnen. Jede Bewegung fühlt sich an wie eine Zeitlupe. Das brennende Verlangen nach Rausch ist in dir abgeklungen. Du liegst auf einer schmutzigen, fleckigen Matratze. Vor dir ein halb weggezogener Vorhang mit ehemals buntem maraskanischen Muster, nun jedoch allerdings leicht vergilbt und riecht auch stark nach Rauschkraut. Um dich herum liegen noch ein paar andere Gestalten. Wo bist du? Du erinnerst dich nur noch an den Angriff. Du standest mit deinen Kameraden am Ufer des Manadi und Wesen aus Unwasser griffen an. Ephadaios hat paktiert und ihr wolltet ihn im Praios-Tempel abgeben. Habt es getan. Hat sein Pakt widerrufen. Der Rest fehlt, du erinnerst dich nicht. Noch dein Körper weist einige Verletzungen auf, die dort nicht hingehören. Und damit beginnen wir an einem unbekannten Tag, irgendwann nach dem fünften Fex. Ja, Ahmad würde sich sehr stark den Kopf halten. Oh, Erinnerung. Oh. Du stellst auch fest, du hast deine rondrianischen Gewänder abgelegt. Das tust du normalerweise. Eigentlich läufst du immer so rum. Nur noch ein einfaches Leinenunterzeug, ohne irgendwelche Symbole. Auch dein Schwert kannst du nicht finden, nur noch einen kleinen Dolch, den du bei dir hast. Es ist denn wenigstens der Vakif? Es ist der Vakif, ja. Aber auch von Hilal blickst dich ein bisschen um. Auch dein Sklave ist nicht bei dir. Ich würde mich einfach mal umschauen, was ich denn da überhaupt zu mir genommen habe, dass ich so einen Gedächtnisverlust bewirkt habe. Neben dir an dem Matratze siehst du, das ist wohl ein kleines Schüsselchen. Und leicht rauchen, ein bisschen Asche kannst du noch erkennen. Hast du bisher noch nicht zu dir genommen. Aber definitiv ein starker Geruch, der dich auch leicht betäubt, wenn du nochmal dran riechst. Das ist also definitiv die Droge, die du zu dir genommen hast. Aber ja, was genau das ist. Fühlt sich das denn gut an? Betäubend. Betäubend, okay. Habe ich wohl irgendeinen Schmerz betäubt? Bruder, Schwester, Fremdigi, wie geht es dir? Ah, mein Kopf. War es gut? Kann mich nicht dran erinnern. Beste Qualität aus Maraskan. Du kannst dich nicht erinnern. Etwas. Nun ja, eine Spezialität. Wir haben verschiedene Dinge zusammengemischt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bezahlt habt ihr schon, falls ihr euch nicht erinnert. Kommt gerne wieder. Man kratzt sich ein bisschen am Kopf. Will sich jetzt da auch keiner weiteren Verlegenheit hingeben. Du siehst auch wohl, wie die anderen Leute, die Umgebung selbst ist wirklich sehr fleckig. Ob das jetzt die größte Qualität war, eher nicht. Und auch die Leute, die um dich herum stehen, liegen, auch noch sabbern, sind auch nicht so dahingehend gekleidet, dass du meinst, es ist eine edle Absteige. Ja. Kann mich auch ehrlich gesagt, also Ahmad kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals in so einem Etablissement untergekommen ist. Kratzt sich nur am Kopf und würde dann mal aus dem Raum hinausgehen. Schauen, wo er sich denn überhaupt befindet. Ob er sich noch in Konchom befindet oder ob er vielleicht sogar in Gefangenschaft geraten ist. Ja, also dich hält zumindest niemand auf. Und als du dann nach draußen auf die Straßen trittst, stehst du erstmal vor einer großen Treppe, die dann nach oben führt. War es wohl irgendwie in einem Kellergeschoss. Und wenn du dann nach oben steigst, kommt so ein bisschen auch das Gehör zurück und ein ohrenbetäubendes Geschrei, das dich hier empfängt. Es ist wohl früh am Morgen noch, die Sonne ist nicht ganz aufgegangen, aber du kannst überall um dich herum Maraskaner hören, die aus den Fenstern herausschreien, sich begrüßen, sich gegenseitig guten Morgen zurufen, den neuesten Klatsch austauschen. Oh Gott, bist du auf Maraskan? Ja. Ahmad würde dann erstmal da diese letzten Stufen hinaufgehen, dann die Augen zukneifen aufgrund der hellen Sonne und sich dann einmal versuchen zu orientieren. Und ja, würde dann wahrscheinlich erstmal die nächste Person, die da vorbeikommt, fragen, wo bin ich hier? Ja, du
guckst so ein bisschen nach links, rechts. Gut, über dir ist so ein kleines Fenster, ein kleines Türmchen. Noch ein paar verschiedene Bretter, die davon abzweigen, wo man dann wohl über dem Boden dann noch lang gehen kann. Ja, siehst du, wie da sich wohl eine alte Frau aus dem Fenster rauslehnt, lange maraskanisch gebundene Zöpfe, blickt dich an. Bruder, Schwester, guten Morgen, Fremdigi, was tust du hier? Wie können wir dir helfen? Was ist an diesem Morgen gut? Oh, mein Kopf. Ich will wissen, wo ich hier bin. Bruder, Schwester, du bist in Kunchum. Kunchum? Wurde Kunchum nicht angegriffen? Ja, Kunchum wurde angegriffen. Vor einem Tag. Vor einem Tag? Könnt ihr mir sagen, wo ich mich gerade befinde? Im Maraskana-Viertel? Bruderschwester, ja. Wie komme ich von hier aus zum Hafen? Sie dreht auch mal ihren Kopf. Du kannst sehen, wie da wohl verschiedene andere Köpfe aus anderen Fenstern rauskommen. Der Frumold, kannst du dir vorstellen? Der Rondrianer weiß nicht, wo er ist. Er ist völlig... Wo weiß die, dass ich ein Rondrianer bin? Das weißt du nicht. Was ist hier los? Maraskaner wissen alles. Der Klatsch ist schneller als der Schatten. Ja, und derjenige, der als der Frumold angesprochen wurde, es gibt den Klatsch dann auch gleich weiter über verschiedene andere Fenster. Vor dir fährt so ein kleiner Wagen vorbei. Du kannst wohl ein paar sehr scharfe Gewürze darauf erkennen, riechen, die dich auch so ein bisschen wieder zurück ins Diesseits holen. Irgendwelche roten Pasten darauf, irgendwelche getrockneten Fische, und er rollt an dir vorbei. Chakichian, kannst du dir vorstellen? Er hat vergessen, dass er Rondra-Geweihter ist. Ja, Ahmad rutscht ein bisschen das Herz in die Hose, wenn seine Vorgesetzten hören, dass er sich hier bei den Maraskanern die volle Dröhnung gegeben hat, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird er wahrscheinlich die Standpauke seines Lebens bekommen. Frag doch mal Perjin, der hat, glaube ich, gerade keine, der hat gerade Zeit. Der kann dich sicherlich rausführen. Wo musst du denn hin, Bruderschwester? Zum Hafen. Bruderschwester Ahmad möchte zum Hafen. Ja, sie geht einmal aus dem Fenster heraus, beziehungsweise sie dreht sich einmal um, verschwindet in der Wohnung. Du kannst es auf der anderen Seite des Turmes, kannst du es über die Straßen noch hören. Es ist zwar überall laut und wird gebrüllt und gelacht, aber du kannst ihre Stimme wieder raushören, wie sie sich da wohl gerade mit einem Perjin unterhält. Und dann nach ungefähr einer Minute kommt ein Maraskaner durch eine dreckige Gasse und bunte Gewänder gekleidet. Kommt auf dich zu, schaut dich an. Bruderschwester, Ahmad, ich bin Perjin, ich führe dich heraus. Wo möchtest du denn hin? Zum Hafen? Woher kennst du meinen Namen? Aber Bruderschwester, jeder kennt deinen Namen. Jeder? Woher denn? Naja, wir haben doch gehört, was passiert ist. Die Arche wurde besiegt. Was? Die Arche? Bruderschwester, du bist verwirrt. Das sind sicherlich die Drogen. Du solltest keine Drogen nehmen, das ist nicht gut für dich. Gute Idee. Ich bring dich am besten zu Bruderschwester Yalan. Weißt du, wo er ist? Na, jeder weiß, wo Bruderschwester Yalan wohnt. Ich nicht. Also gut, ich führe dich. Vielen Dank. Ja, auf dem Weg dahin begrüßt er noch ein paar Leute und erzählt denen natürlich auch immer, was er gerade tut. Und während er durch die Gassen geht, immer mal wieder, das ist Bruderschwester Ahmad, der ist gerade unter Drogeneinfluss. Das würde ich gerne unterbinden. Das kannst du nicht unterbinden. Du kannst es nicht unterbinden. Kann ich ihm nicht den Mund zuhalten? Willst du ihn angreifen? Nur den Mund zuhalten. Ja, das muss nicht jeder hören. Er ist ein bisschen verwirrt und... Ich habe einen Fehler gemacht. Würfel mal einen Ringenangriff. Jetzt geht's hier los. Ah, ich will einfach nur wissen, wie gut du ringen kannst. Nicht so gut, wie es mir aussieht. Ja, hab ich mir fast gedacht. Du hältst ihm den Mund zu und plötzlich, du verlierst die Orientierung und liegst auf dem dreckigen Boden. Über die Schulter abgerollt hat er dich wohl geworfen in einem perfekten maraskanischen Griff. Liegst du jetzt auf dem Straßenboden und jetzt lacht er so ein bisschen, zieht dich dann aber auch gleich wieder hoch, hat wohl gute Laune erzählt jetzt wohl auch, dass du unschuldige Maraskaner im Maraskanerviertel von Kunchum angreifst. Also der Klatsch ist stark heute Morgen. Mann, was ist denn hier los? Ungefähr eine halbe Stunde später können die anderen im Kontor von
Das Kontor hat jetzt mittlerweile einen neuen Namen. Könnt ihr dort eintreffen. Auch ja, der gute Adeptus Major Eldan Gorbas ist wieder eingetroffen. Hat er doch wohl am gestrigen Tage eine Anstellung bekommen. Zumindest muss darüber noch verhandelt werden. Und ja, viel zu spät steht dann ein dreckiger Ahmad in seinem Leinenzeug in dem Versammlungsraum. Und Jarlan hält wohl gerade einen Brief in der Hand, der hier zurückgelassen worden ist. Romilly hat sich wohl dazu entschieden, dass sie geht. Sie entschuldigt das nur mit wenigen Worten, hat wohl eine Aufgabe bekommen und die möchte jetzt einer Prophezeiung nachgehen. Daher hat sie sich von der Gruppe erst einmal verabschiedet und kommt dann im Verlaufe der Kampagne vielleicht später zurück, aber aktuell ruft ihre Prophezeiung. Und das ist so dieser Brief, den Jarlan gerade den anderen vorgelesen hat, vielleicht mit einem Augenhochziehen, als dann Ahmad in der Tür steht. Verfluchte Hexen, Alter. Wie kann man sich auf sowas verlassen? Ich wollte euch ja dazu raten, mein Herr, aber ihr wolltet ja nicht hören. Na, erzähl's mir noch. Ahmad würde versuchen, so unauffällig wie möglich an den Leuten vorbeizukommen. Dass er vielleicht nur so als Pagenjunge oder so durchgeht. Ah, euer Gnaden, da hinten seid ihr ja. Ja gut. Wie seht ihr denn aus? Durch welche Kanalisation seid ihr denn durchgeschwommen? Ich musste einige Visionen überprüfen. Ich habe Wasserleichen getötet, die rochen angenehmer als ihr gerade. Darum wollte ich mich als erstes sauber machen. Ja, natürlich. Nehmt viel Seife, bitte. Seid froh, dass wir den Tag über noch Landgang haben. Ja, also Ahmad würde jetzt, wo er eine Erfahrung bringt, was denn jetzt überhaupt passiert ist, sich erstmal sauber machen. Ja, seine Rüstung polieren. Ja, die Rüstung ist sorgsam abgelegt. Kannst du auch Hilal erkennen. Da hat ja wohl, ja, in dem Versammlungsraum hat er dir wohl irgendjemand ein Bett zugewiesen. Und ja, du kannst dann deine Sachen dort sorgsam zusammengelegt finden. Gehst dann wieder kurz nach unten und kannst dich dann im Hafenbecken einmal kurz abwaschen, einmal ja, so ein bisschen Frische wieder reinbringen. Ja. Wirkliches Badehaus ist hier in der Nähe nicht und du wüsstest auch nicht, wo man das finden kann. Und für den gröbsten Dreck reicht dann auch das Hafenbecken. Ja, wunderschön, das sollte dann erstmal reichen. Ja, nicht eitel oder sowas. Und ja, wenn ich dann irgendwann mal meine Rüstung angelegt habe, zufrieden mit meinem Äußeren bin und nicht mehr so sehr nach Suff stinke, auch irgendwelchen Drogen, die ich mir genommen habe, vielleicht auch nicht, würde ich dann anderen wieder zurückkehren. Ich nehme an, die sind dann wo? Ja, ich habe auf die Karte fokussiert, also ihr sitzt dann, wie gesagt, im Versammlungsraum ja, und brütet dann über den Brief, beziehungsweise was sonst so anlag, habt ihr dann besprochen. Da können wir einfach mal, während Ahmad sich wäscht, könnten wir einfach mal schauen, was die anderen sich so gerade, was die anderen gerade sich so besprechen. Gut, ich denke, wir sollten auf jeden Fall erst einmal unsere Truppenkontingente wieder aufstocken. Damit wir, falls wir sie auf die Schnelle brauchen, nicht in Engpässe geraten. Vielleicht auch einen saubereren Geweihten dazu, wenn wir die Gelegenheit haben. Vor allem jetzt, da wir keine Pferde mehr haben. Und was hattet ihr gedacht? Nun, ich persönlich wäre natürlich für einen vollen Boron-Geweihten. Doch ich denke, für euch wäre ein Priot angenehmer. Wir hatten bereits einmal die Inquisition an Bord. Ich. Ja, ich hatte. Bin immer noch nicht dazu gekommen, mich mit unserem Gönner darüber zu unterhalten, dass die gute Frau sich im Grunde selbst verheizt hat. Ist mir ein doch wenig. Im Prinzip, jeder Geweihte wäre lieb, solange sie bereit sind, mit auf See zu ziehen. Vielleicht könnte ein Geweihter das Ingrim dabei helfen, die Arche unter Kontrolle zu halten. Schließlich scheint sie ja genauso aus. Aus der Sphäre der Unelemente zu kommen, wie aus der von, ihr wisst schon wem. Ja, eventuell. Außerdem brauchen wir zumindest den zweiten Geweihten, damit jemand Ahmad kontrollieren kann und Ahmad jemanden zu kontrollieren hat. Nicht, dass wieder so etwas mit, wie mit Ephadaris passiert.
Das ist wahr. Ich schlage auch vor, dass ein Großteil der Mannschaft durch einen Test geht, damit wir gucken können, ob nicht noch jemand paktiert. Glaubt ihr, seine Gnaden Ahmad kann das machen, oder? In seinem momentanen Zustand definitiv nicht. Und ich glaube auch eher, dass er ein Kämpfer ist, anstatt ein Denker. Nun gut, dann werden wir uns darum bekümmern müssen. Entweder im Preyos-Tempel oder im Feuersturm-Tempel. Ja, in beide werden wobei wir heute... ich vorschlagen würde, jemand, der sich wirklich darauf versteht, nun mit dem Seelenheil anderer zu arbeiten. Perrine oder Zar vielleicht. Vielleicht auch Raya. Wenn ihr denen nahelegen könnt, sich auf eine Dämonenleiche zu begeben und sich dort in die Mannschaft zu kümmern, bitte sehr. Das vielleicht nicht, aber zumindest, dass solange wir hier im Hafen sind, die Söldner und Matrosen überprüft werden. Das sollte sich einrichten lassen. Gut. Zusätzlich zu den Söldnern, wir brauchen vernünftige Seeleute. Für die Feuerwehr. Zumindest ein paar. Ja. Und ich denke, selbst auf der Arche könnte es nützlich sein, wenn wir Leute haben, die sich auf Seefahrt verstehen. Und wir haben einige Segelmacher, die kennen sich ein bisschen mit Seefahrt aus. Und Uktan. Nun, ich hätte trotzdem gern einige Vollmatrosen, die natürlich sich darauf konzentrieren können. Natürlich, das sollte sich machen lassen. Ich würde, denkt ihr, 10? Ich denke, das sollte reichen. Gut. Da ihr euch ein wenig mehr mit der Seefahrt auskennt als ich, bin ich mir sicher, ich kann das euch überlassen, während ich mich um die Söldner bekümmere. Ja, ich werde eine Stellenausschreibung ausgeben. Natürlich. Aber erst einmal werden wir beide und ihr anderen, wenn ihr mitkommen mögt, einen Besuch bei einer gewissen Schmiedin unternehmen müssen. Ja, und ich muss auch noch einen Rüstungsschmied aufsuchen. Ich habe doch festgestellt, dass meine momentane Rüstung ein wenig inadäquat ist. Da sollte ich euch einen empfehlen können. Sehr schön. Und während ihr euch oben gerade so ein bisschen unterhaltet, tritt Uktan an Ahmad heran, der gerade wieder seinen Kopf aus dem Wasser zieht, nach oben steigt und sich so ein bisschen abtrocknet. Hola, mi hombre. Du siehst aber schlecht aus. Malas drogas. Schlechte Drogen. Das kann man erkennen, Senor. Mann. Ach. Man dagegen. Nun, du konntest gute Drogen nehmen, oder wenn es bereits zu spät ist, dann... ich habe schon so viele Erfahrungen mit schlechten Drogen gemacht. Da kommt man als Boron Akulut nicht drumherum, aber... nun ja. Samta auch? Mabus Odem? Was habt ihr genommen? Weiß ich selbst nicht. Boronwein? Nein, war irgendwas, was man angezündet hat. Ah, Senior, die letzten schlechten Drogen haben mich fast in ein Stück Holz verwandelt, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sollten, glaube ich, nach oben gehen. Ich habe gehört, dass es eine Besprechung gibt. Ja, ich wollte jetzt gleich dorthin gehen. Si, Senior, ich komme mit. Ja, 2 Minuten später klopft es an der Tür und Uktan und Ahmad betreten den Raum. Ja, Ahmad schlürft zu einem dieser Stühle, setzt sich da hin. Oh. Buenos dias, señores. Morgen, Uktan. Guten Morgen, Uktan. Und Ahmad, nun, ihr seht zumindest ein wenig besser aus. Oh, bin ich vorzeigbar auch. War. Ich hatte eine seltsame Erfahrung heute. War. Habe ich das Gedächtnis von gestern verloren. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ihr diesen Mann dort... Wie war euer Name? Deutet mal auf Eldern. Eldern Gorbas, mein Herr. Diesen Magier angeheuert haben. Dass Alarmrufe kamen, dass die Dämonenarchen kommen. Was passiert?
Was habt ihr bitte zu euch genommen? Ein Traumstein? Ja, du siehst, wie Ogdan sich so ein bisschen schüttelt und so ein bisschen angewidert das Gesicht verzieht. Traumsteine. Ich weiß es nicht. Warum tut ihr so etwas? Warum nicht? Weil es auch im Stand unwürdig ist. Nun, schaut euch doch mal Buron an. Der Gott des Rausches. So wie Raya auch. Warum ist so etwas unwürdig? Wenn ihr kein Targolyner seid, der sich abends in irgendeiner Kneipe den Verstand wegtrinken muss. Oder wegrauchen, was auch immer ihr getan habt. Nun, ich hatte nicht vor, wegzutrinken oder wegzurauchen. Ich wollte nur ein wenig Entspannung. So fängt es meist an. Signore Yalan, ich muss Ihnen etwas verteidigen. Wir kümmern uns eben so ums Vergessen, ums Verarbeiten und wenn wir den anderen helfen können mit Ithilia, mit Marbo, Vistariel, ihnen gute Träume zu schenken, dann manchmal ist das Vergessen sehr sinnvoll, wenn man traumatische Ereignisse gesehen hat. Es ist durchaus anerkannt. Südländer. Ein aufrechter Mensch vergisst nichts. Nun, außer vielleicht die Aufgaben, die ihm seine Frau aufträgt. Aber gut, was habt ihr denn alles vergessen? Was ist das Letzte, an das ihr euch erinnern könnt? Ich hörte, dass Archen in den Hafen einlief. Beziehungsweise hörte ich das Geschrei, dass einige Dämonenarchen wohl nach Kunshom gekommen sind, um es anzugreifen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Oh je, oh je, oh je. Wir sind der schick verstand vom Himmel. Nun, Signore Yala, dann klären wir ihn doch auf, oder sollen wir dies Eltern überlassen oder Kiaras? Ach mal, die haben die Sturmfahrt auf dem prächtigsten Schiff an der ganzen Ostküste verpasst. Oh, durchaus. Die Seeadler war beeindruckend. Ach, ich war fast zu Tränen gerührt von so viel Professionalität. Und der Wieso habe ich das verpasst? Was ist dann? Was habe ich gemacht? Ja. Erstmal in der Ecke gestanden, größtenteils. Ich meine, auf einem Boot gibt es für euch natürlich auch nicht viel zu tun. Dann haben wir die Dämonenarchen gerammt. Wie hieß sie noch gleich? Asagena Imperiale, genau. Ja, ein widerlich hässliches Ding. Und klein noch dazu, ein paar 20 Schritt. 23. Natürlich, 23. Dann sind wir, naja, Geras hier voran, sind wir an Bord gesprungen. Nun, ich habe versucht, das Entermanöver zu führen, doch als ich auf dem Schiff dann stand, musste ich feststellen, dass der Rest von euch zurückblieb und lieber ein wenig im Wasser gestrampelt hat. Es gab sehr starken Seegang und dieses Unwasser, darin kann man nicht schwimmen, darin kann man nur sterben. Aber zum Glück waren Efferts Geschöpfe ja bei uns. Ja, gemeinsam mit ein paar der anderen Horasiern der Seeadler habe ich versucht, so lange wie möglich die Stellung zu halten. Hilal war auch bei mir, soweit ich mich erinnere. Er hat sich hinter mir versteckt. Ja, aber doch zwei dieser Krötenwesen haben es schlussendlich geschafft, mich zu überwältigen. Ja, ja, wie geht es auch im Ohr? Nun, es ist wieder ganz. Es tut immer noch ein wenig weh und ich höre noch nicht ganz so gut darauf. Doch, Eldan, ja, er hat mir sehr damit geholfen, es wieder anzunähen. Helme, Karinor. Ingerim schickt uns seine Kunst nicht umsonst. Ja, nachdem ich jetzt schon zweimal solches Unglück hatte, ja, ich werde das so schnell wie möglich beheben. Ja, jedenfalls du, Ahmad, hast dir dann einen Drei-Wege-Zweikampf mit dem Kapitän und seiner Leibwache geliefert. Bis wir dann endlich kommen konnten und dich aus der Tinte ziehen. Ja, das ist zu viel, nicht der Ehre. Du hast dich ganz gut geschlagen. Ich kann mich an nichts erinnern. Ach, doch, sobald ich mich erinnere, braucht genau wie ich auch ihr einen Heiltrank. Doch,
Nun, wir haben den Hauptmann geschlagen und die Krötenmenschen, was auch immer sie waren, haben wir auch besiegt. Ja, mit Hilfe der Horasia. Und er rannte auf den Kapitän zu und hieb ihm erstmal seinen Stab ins Gesicht. Das war wirklich ein Anblick. Seine dämonische Rüstung schien jedoch stärker, als ich zuerst gehofft hatte. Und es schien ihn nicht abzulenken, so wie gehofft. Mm. Ein Fehler meinerseits, wie ich sehen muss. Das ist bei solchen manchmal so. Aber danach habt ihr den Captain mit eurem obwohl, weiß ich, dass das Schwert erverteidigt ist? Vermutlich nicht. Mit eurem zweiten Schwert gerichtet. Aber du warst zumindest dabei, als es dann geweiht worden ist. Mit eurem erverteidigten Schwert dann gerichtet. Kurz darauf hat Herr Jarlan von Schnattermoor die Arche vernichtet, nachdem wir... kam der Pirat vor oder danach? Ich weiß es nicht mehr. Nun, genau. Währenddessen. Ah. Ja, wir haben die Schwachstelle dieser Riesenspinne gefunden. Stellt sich heraus, sie sind sehr nah an realen Spinnen. Jarlan hat noch mit seinem einen Morgenstern darauf eingeschlagen, auf dieses Nervenzentrum. Ja, der Rest von uns ist schon bereit gemacht hat, gegen die ankommenden Piraten zu kämpfen. Ach, dieser widerliche Kottners Hahn. Habt ihr den gesehen? 2 Meter groß und sieht aus, als wäre er aus blankem Stahl. Ja, und tötet seine eigenen Verbündeten. Na, widerlich. Signora, meint ihr Kottners Hahn? Kottners Hahn. Kottners Hahn ist ein kleiner Madaskan. Verzeiht. Ich habe die Namen durcheinander gebracht. Ich meinte natürlich diesen Eisenwind. Kottners Hahn war auch da, aber von einem anderen Schiff. War er nicht der Pirat, der dann von Steuerbord kam und die Dämonenpaktierer sind mit eingezogenem Schwanz abgehauen? Richtig, so rum war es. Meine Güte, jetzt habe ich den Mann doch in Abwesenheit beleidigt. Nun, nicht das, was ich uns vorgestellt hatte. Nun, jedenfalls, nein, Hahn war es nicht. Es war ein Eisenwind, dieser... was sagte Sani in Torvalder war, oder? Zumindest war er 2,10 Meter groß, also ein riesiger Mann, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, forderte ihr ihn zum Duell, was er nur mit 2 Armbrustbolzen in eure Richtung beantwortete. Den ihr jedoch auswicht. Gar grazil, möchte ich fast sagen. Überraschend, aber Rostam. Wir haben versucht, seine Segel in Brand zu setzen. Es scheint jedoch einen pervertierten Luftdschinn auf seiner Seite zu haben. Dieser hat den Flammenstrahl einfach zur Seite gefegt. Jetzt wäre er gar nicht da gewesen. Ja, ach ja. Jetzt erinnere ich mich. War er es nicht, der die Djinne der Sulman an der Suri an sich gebunden hat und sie gestohlen hat? Ach, die Sulman hat zwar dich schwer getroffen an dem Tag. Seht ihr, deswegen waren wir auf einer ehrbaren Galeasse unterwegs. Mit Ruderkraft, da kann man nicht viel dran rumzaubern. Und das ist wahr. Doch auch die anderen beiden Schiffe haben sich sehr gut geschlagen gegen die anderen 2 Archen. Auch wenn sie nicht besiegt haben. Wäre die Perlenwacht da gewesen, wäre das ein kurzer Kampf gewesen. Naja, nächstes Mal. Nun, wir können es nicht voraussehen. Wenn ich mich richtig entsinne, sind wir danach zurück aufs Schiff und wieder nach Kunchom gefahren. Aber was ihr dann getan habt, weiß ich nicht. Danach seid ihr ohne mich weitergereist, Herr Ahmad. Ich glaube, in Begleitung von Herrn Yaras? Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, ihr kam zum Praios-Tempel und meintet erstmal zum Blutschluck, dass ihr euch ja noch duellieren müsstet. Ihr hättet ihn wohl, einer von euch hätte wohl den anderen letztes Mal herausgefordert, als ihr euch gesehen habt. Ja, klar. Und ihr hättet euch, das war ein trauriger Anblick, ihr hättet euch sehen müssen, alle beide.